EM-Spezial wird Ihnen präsentiert von Easy Cosmetic. Sie haben gehofft, sie haben gelitten und sie haben gejubelt. Am Dienstagabend kamen auf dem Heiligen Geistfeld wieder mehrere tausend Fußballfans zusammen, um gemeinsam das letzte Achtelfinale der diesjährigen Europameisterschaft zu schauen. Die Überraschungsmannschaft der Gruppenphase Österreich traf auf die Türkei. Die Leistungen der Türkei in der Gruppenphase waren wechselhaft und so gingen unsere südlichen Nachbarn als Favorit in die Partie. Hinzu kam, dass beide Teams bereits im März diesen Jahres gegeneinander gespielt haben. Damals gab es eine bittere 1:6 Pleite für die Türkei. Viel sprach also nicht für den selbsternannten zweiten Gastgeber, doch die zahlreichen türkischen Fans beim Public Viewing in Hamburg waren trotzdem motiviert und feuerten ihre Mannschaft schon vor dem Anpfiff an. Dann ging es los und nach 57 gespielten Sekunden ertönte großer Jubel. Die Türken gingen mit 1:0 in Führung. Die Freude auf dem Heiligen Geistfeld kannte kein Halten. In den darauffolgenden Minuten hielten die Türken gut gegen und konnten dann mit einem 1:0 Vorsprung in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit drehten die Österreicher auf. 21:6 Torschüsse sprechen wohl eine deutliche Sprache. Doch die Türken mobilisierten ihre letzten Kräfte und konnten in der 59. Minute sogar die Führung auf 2:0 ausbauen. Lange hielt dieses Ergebnis aber nicht. In der 66. Minute erzielten die Österreicher den Anschlusstreffer. Doch die Türken kämpften weiter und ließen sich von den Emotionen tragen. Nach etwas mehr als 90 Minuten war dann Schluss. Die Türkei siegte mit 2:1 und darf weiter träumen. Für die Österreicher hingegen ist Schluss. Nach dem Spiel sagte der österreichische Cheftrainer Ralf Rangnick: "Wir hatten nicht das nötige Glück und ich glaube, wenn das Spiel in die Verlängerung gegangen wäre, hätten wir gewonnen. Wir hatten Zeit, um den Ausgleich zu erzielen. Aber es ist schwierig, wenn Gordon Banks im Tor steht. Die 4 Spiele, die wir gespielt haben, war sehr unterhaltsam, auch heute. Es ist nicht alles ganz nach Plan gelaufen, aber es waren 4 sehr unterhaltsame und intensive Spiele. Jetzt müssen wir das mit in die Nations League und dann in die WM-Qualifikation nehmen." Nach 2008 steht die Türkei nun also wieder im Viertelfinale einer Europameisterschaft. Auch der türkische Trainer Vincenzo Montella hat sich nach der starken Leistung seiner Mannschaft zu Wort gemeldet. "Unser Teamgeist hat sich bis zur letzten Minute gezeigt. In den ersten Spielen der Gruppenphase gab es einige kleinere Störungen in diesem Teamgeist. Aber wir haben ihn hier wiedergefunden. Wir haben genauso viele Spiele wie bei der Euro 2028 gewonnen. Es ist ein sehr wichtiger Erfolg. Unser nächster Gegner sind die Niederlande, eine Mannschaft, die wie die Löwen kämpft. Wir werden unsere mentale und physische Stärke sammeln und unseren Weg weiterverfolgen." Einer, der gekämpft hat, ist Abwehrspieler Meri Demiral. Der Türke erzielte beide Tore und schoss eine Mannschaft ins Viertelfinale. Auch er meldete sich zu Wort. "Ich bin natürlich super glücklich über die Fans und die Mannschaft. Wir haben 90 Minuten lang gelitten und noch mehr in der Nachspielzeit. Die letzten 15 Minuten waren unglaublich. Wir haben noch super Bälle gerettet. Wir haben wahnsinnig hart gearbeitet. Und die Arbeit hat sich gelohnt. Die Türkei steht im Viertelfinale. Am kommenden Samstag geht es dann in Berlin gegen die Niederlande. Die konnten sich am frühen Dienstagabend mit 3:0 gegen Rumänien durchsetzen. 11-mal hat die Türkei bereits gegen die Niederlande gespielt. 6-mal konnte sich die Niederlande durchsetzen, nur 3-mal die Türkei. 2-mal gab es ein Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im September 2021. Damals setzte sich die Niederlande mit 6:1 gegen die Türkei durch. Im Viertelfinale wartet also wieder eine schwere Aufgabe auf die Türken. Damit kennen sie sich jetzt aber schon aus. Zahlreiche Fans werden sich dann auf dem Weg nach Berlin machen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Auch auf dem Heiligen Geistfeld werden dann wieder zahlreiche türkische Fans zusammenkommen und gemeinsam hoffen, gemeinsam leiden und hoffentlich auch gemeinsam jubeln. Am Freitag, den 5. Juli, beginnt das Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Im ersten Spiel tritt Spanien gegen Deutschland um 18 Uhr in Stuttgart an. Es folgt Portugal gegen Frankreich um 21 Uhr. Am Tag darauf treffen England und die Schweiz aufeinander. Das Spiel beginnt um 18 Uhr in Düsseldorf. Das letzte Spiel startet um 21 Uhr. Die Niederlande tritt gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion an. Im Anschluss werfen wir einen Blick auf die Statistiken der 8 Mannschaften im Viertelfinale. Nach 3 Spielen in der Gruppenphase und dem Achtelfinale konnte Spanien alle 4 Spiele für sich entscheiden. Insgesamt schossen die Spanier 9 Tore, davon 8 im Strafraum und keine außerhalb. Hinzu kommt ein gegnerisches Eigentor. Die deutsche Nationalmannschaft konnte 3 Siege und ein Unentschieden erzielen.
Sie schoss 10 Tore, darunter 8 innerhalb des Strafraums und 2 außerhalb. Portugal gewann bis jetzt 2 Spiele und erzielte sowohl ein Unentschieden als auch eine Niederlage. Von insgesamt 5 Toren wurden 3 innerhalb des Strafraums geschossen. Des Weiteren gab es 2 gegnerische Eigentore. Die französische Nationalmannschaft gewann 2 der 4 Spiele, die anderen 2 endeten mit einem Unentschieden. Von 3 Toren schossen sie eines im Strafraum selbst, die beiden anderen waren gegnerische Eigentore. Auch die Engländer gewannen 2 Spiele, die anderen endeten in einem Unentschieden. Insgesamt erzielten sie 4 Tore innerhalb des Strafraums. Die Schweiz konnte ebenfalls 2 Spiele für sich entscheiden und ging 2-mal mit einem Unentschieden aus dem Stadion. Von 7 Toren wurden 5 innerhalb des Strafraums erzielt, die anderen 2 außerhalb. Die Niederlande gewannen bisher 2 der 4 Spiele. Eines davon endete mit einem Unentschieden, das letzte mit einer Niederlage. Von 7 Toren fielen 6 im Strafraum. Die türkische Mannschaft konnte 3 Siege einfahren und musste sich mit einer Niederlage zufrieden geben. 5 der insgesamt 7 Tore wurden innerhalb des Strafraums erzielt. EM-Spezial wurde Ihnen präsentiert von Easy Cosmetic.